Ich war vor kurzem Wunderlauch sammeln, welcher sehr ähnlich zu Bärlauch ist. Er hat nur viel dünnere Halme. Den habe ich dann erstmal gründlich gewaschen, in einen Mixer gegeben, mit Sonnenblumenkern, Hefeflocken, Olivenöl, Salz, Pfeffer und Zitronensaft. Und das wurde ordentlich püriert, habe dann Spaghetti vorgekocht und die vorgekochten Spaghetti mit dem entstandenen Pesto vermischt. Noch etwas Petersilie rübergegeben, Cherrytomaten und fertig ist unser veganes Wunder.